Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu diesem kurzen Video, denn also ich bin jetzt gerade von der Arbeit zurückgekommen, bei meinem neuen Nebenjob. Heute war mein erster Arbeitstag und ich wollte eigentlich schon dieses Video schon lange machen. Ja, ich halte hier gerade mein Mikrofon selbst, aber weil ich jetzt auch keinen Bock hatte, jetzt den Ständer zu holen. Ich meine, also eigentlich den Arm, ihr wisst schon, was ich meine, und halt dann wieder abzubauen. Also deswegen habe ich jetzt einfach das Mikrofon selbst geholt und spreche einfach darauf. Das Thema ist jetzt, also kennt ihr zufällig dieses Video? Darum geht es jetzt, theoretisch, zum Teil, wie auch immer. Nämlich geht es jetzt um ATTV-Fragen. Man sieht es ja hier gerade, ne? Hier, man sieht es. Dass jetzt darum geht. Einige kennen das ja. Das ist mein Fragen- und Antwortenprogramm, theoretisch das beliebteste auf meinem Kanal, in dem ihr mir Fragen stellen könnt und ich möchte sie beantworten. Beim letzten Mal ging aber um einiges schief, nämlich einmal die Qualität allgemein, also war irgendwie schwächer, komischerweise, aber ich glaube, ich habe auch den Grund herausgefunden. Aber es war eigentlich sogar zwei: zum einen das Wetter, zum anderen das Videoformat. Das war nämlich sehr schlecht und ich wusste das nicht. Na gut, und das war halt dann relativ zu lang auch. Das war eins, also dazu auch eins der Gründe, weil eigentlich sollten maximal 15 Minuten sein, aber wurde nichts daraus. Und ja, na gut, jetzt kommt aber das zweite ATTV auf diesem Kanal, theoretisch Folge 9. Und es bleibt auch Folge 9. ATTV 9. Nämlich sind hier auch auf der linken Seite von mir aus, von euch rechts, Regeln aufgestellt. Und darunter auch Pläne und Änderungen. Darauf werde ich hier zugehen. Also hört schön zu. Regel 1, Hashtag nicht vergessen, klar. Also ihr dürft den Hashtag genauso, wie es geschrieben ist. Ganz normal die Großschreibung, keine Kleinschreibung, sondern Großschreibung, nicht vergessen, sonst gilt die Frage nicht. Einigen Folgen gab es Ausnahmen, weil die Fragen sehr gut waren, aber jetzt wird es ab sofort nicht mehr so gemacht. Wenn eine Frage sehr gut war und der Hashtag nicht geschrieben, also nicht richtig geschrieben wurde, als auch vielleicht sogar es vergessen wurde, werde ich die Person einfach nochmal anschreiben: Jo, du hast den Hashtag vergessen oder nicht richtig geschrieben, würdest du es machen, weil ich mag die Frage oder was weiß ich was, oder ich werde nicht den Grund nennen, dann ja, wisst ihr halt Bescheid. Dann die zweite Frage, nur unter diesem Video, sonst ungültig. Das stimmt auch, weil ich möchte nicht, dass sie die Fragen auf einem anderen Video schreibt. Sogar bei ATTV 8 wurden zwei Fragen geschrieben. Ich habe ihnen geschrieben, spart euch die Fragen für das nächste Video, für das hier. Und dann habe ich nochmal als Kommentar nochmal selbst geschrieben und angepinnt, weil das mich wütend gemacht hat eigentlich. Aber jetzt ist schon lange her, na gut. Dritte Frage. Limit unbegrenzt, aber bitte nicht dieselbe Frage schreiben. Weil das ist damit gemeint, dass ihr so viele Fragen schreiben könnt, wie ihr wollt. Und halt aber bitte nicht dieselbe. Zum Beispiel, was hältst du von Steve in Minecraft? So, und danach schreibt ihr einfach dieselbe Frage nochmal. Oder eine andere Person schreibt dieselbe Frage nochmal. Also, na gut, da kann die andere Person nichts dafür, aber wenn es dieselbe Person selber ist, dann finde ich es halt schon. Das, so denke ich es eben. Gut, dann Pläne und Änderungen. Also zum einen möchte ich jetzt weniger Fragen benutzen. Also ihr könnt viele schreiben. Die ein oder andere Frage wird dabei sein. Aber da jetzt die letzte Folge sehr lang war, mindestens 17 Minuten, soweit ich weiß, eindeutig muss es kürzer gemacht werden. Ich und April werden uns dann eines Tages wieder treffen und wird wieder aufgenommen. Änderungen gibt es bisher schon einen Vorschlag. Ich weiß nicht, ob ihr dazu hält. Also so war es bei mir im Kopf. Nämlich, dass also dass nur noch jetzt ich ab sofort die Fragen stelle. Fragen nicht stelle, sondern Fragen vorlese und dann auch beantworte. Aber ich glaube, April sollte immer noch auch im Video da bleiben, weil es einfach so toll ist, ne? Geplant ist eigentlich auch, dass MG oder Last oder also Last Gaming oder sonst irgendwer noch dabei sein sollte. Aber ich glaube, das wird nichts aufgrund von Corona und allgemein der Zeit her, weil jetzt ist Schule sehr heftig. Und da möchte ich halt sicher gehen. Ich sag mal so, selbst allgemein Videos kann ich kaum aufnehmen. Das hier ist jetzt voll, ich sag mal, noch Zeit gekommen, weil ich habe bis 17 Uhr, 19 Uhr gearbeitet, das passt ja.
Und allgemein arbeite ich meistens bis 19 Uhr, außer wenn es dann bis wieder 20 Uhr ist. Na gut, und das wollte ich halt jetzt noch schnell Bescheid geben. Bitte merkt euch die Regeln, das ist, also es ist jetzt auch lange her, dass ich mal so gesagt habe, ja, ATTV Fragen, dies, das, und ich hoffe, ihr schreibt tolle Fragen. Ich bin gespannt darauf, da wird dann wieder auch am Skript gearbeitet, da wird auch die Zeit gearbeitet, wann wir uns treffen können. Sogar letztes Mal bei ATTV 8 war es vorher, einmal wollten wir uns da mal treffen, ATTV aufnehmen, haben wir gelassen und haben stattdessen einfach nur so getroffen. Dann haben wir einfach ein bisschen gewartet. Oder nee, da gab es sogar einen Tag, in dem es Regen gab und wir wollten eigentlich keinen Regen haben, sondern schönes Wetter. Da konnten wir uns auch nicht treffen. Und danach haben wir einfach gedacht, okay, scheiß auf Regen, wir machen das jetzt einfach. Gut. So, mit zu ATTV. Falls ihr wirkliche Fragen habt, könnt ihr einfach in den Kommentaren schreiben. Ich werde sie beantworten. Wenn ihr kein Hashtag benutzt, dann ist es eine normale Frage. Aber wenn ihr zum Beispiel auch das, was hältst du von Steve in Minecraft, Steve in Smash hält, dann, also ohne Hashtag, dann werde ich auch die nicht wirklich beantworten, weil hier kommen halt, kommt drauf an, schreibt dann einfach reale Frage, also oder Frage zu dem Format, wie läuft es ab, wie viele Fragen wird zu nehmen, bla bla, sowas in der Art, ne? Merkt es euch und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video. Das, also gerade ist KennexCraft das einzige, der Part 3, das einzige, das fertig geworden ist. Den Rest möchte ich versuchen, noch diesen Monat vielleicht aufzunehmen. Also wenigstens Super Mario Galaxy 2 und auch KennexCraft. Aber KennexCraft wird allgemein gerade ein bisschen schwerer, deswegen Super Mario Galaxy 2. Und falls ihr euch auch kurz normal, falls ihr euch fragt, warum KennexCraft jetzt auch dabei ist und als LP-Projekt zählt, weil das ist jetzt ein Nebenprojekt, wir werden das nicht so oft machen. Das ist sowas wie Talk with ATNL, wenn wir nicht so oft herstellen und machen und dies und das, weil auch unsere Zeit auch relativ begrenzt ist. Deswegen habe ich es mir auch so gedacht. Na gut, mehr habe ich auch jetzt wirklich nicht zu sagen. Das ist jetzt schon sehr lange, dieses Video. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Und schreibt natürlich tolle Fragen.